ich möchte mich natürlich, meine Damen und Herren, heute Abend auch gerne mal von meiner vielseitigen Seite zeigen an so einem Soloabend. Und ich habe ein Hobby. Ich schreibe ganz gerne Gedichte. Also Gedichte über exotische Reiseziele. Und ich mache das ja eigentlich so eher so für mich immer. Aber ich dachte mir heute, ausverkaufte Hütte, Hatting, in der Nähe von der Heimat, da probierst du mal Sachen aus, neues Jahr, mal raus aus der Komfortzone. Und ich lese ihn ja vielleicht einfach mal zwei, drei vor. Ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt interessiert. Aber was wollen sie machen? Vielleicht, nee, das nicht. Ja, vielleicht könnte ich das mal vorlesen. Das heißt Seychellen. Seychellen. Am Badetag, das ist kein Witz, gerade wenn ich in der Wanne sitz, da wollen dauernd Leute zu mir. Seychellen dann an meiner Tür. Ich kann Begeisterung von Mitleid unterscheiden. Das ist irgendwie... Ja gut, vielleicht stehen Sie eher auf europäische Reiseziele. Das hier heißt Danzig. Danzig. Ich bin zwar nicht mehr 20, doch wenn ich Musik höre, tanze ich. Oh, 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 ich glaube, so langsam habe ich sie. So langsam habe ich sie. Okay, dann mache ich noch einen, aber es wird nicht besser. Okay, der heißt hier Spitzbergen. Spitzbergen. Der Spitz zählt unter Hunden ja doch eher zu den Zwergen. Und geht der Hund mal über Bord, dann muss man den Spitzbergen. Dankeschön.